Hallo, in meinem letzten Video vom Urlaub und Angeln in Kroatien habe ich das Thema Mietwagenabzocke angesprochen. Dieses Thema möchte ich in diesem Video nochmal gesondert behandeln. Bleibt also dran, es kann euch im Ernstfall Ärger, Zeit und Geld ersparen. Im Laufe der Jahre habe ich in vielen unterschiedlichen Ländern Mietwagen ausgeliehen, doch so eine Abzocke, die hatte ich bisher noch nicht erlebt. Zwar gab es manchmal das eine oder andere Problemchen zu überwinden, zum Beispiel, dass ein Mietwagen weit nach Mitternacht abgeholt werden musste und der Schalter eben geschlossen war, oder dass der Mietwagen bzw. der Schlüssel nur noch am Automaten abgeholt werden konnte, also ohne Personal, wofür man dann auf jeden Fall auch einen Führerschein in Kreditkartenformat braucht. Doch selbst wenn das Auto so aussah wie der Wagen hier in der Westsahara, der international nicht anerkannten besetzten Zone von Marokko, so kann ich mich nicht erinnern, dass ich in den letzten 10, vielleicht sogar 12, 13 Jahren irgendwelche Probleme mit Autovermietungen hatte. Ich buchte immer Vollkasko, bei der es meistens eine gewisse Selbstbeteiligung gibt, die man dann eben mit seiner Visa, Master oder Kreditkarte hinterlegt. Und da fällt mir ein, mit Barclay und American Express, also reine Kreditkarten, da hatte ich mal Probleme in der Vergangenheit, deswegen habe ich sie auch nicht mehr. Und in einem Negativfalle mit der Kreditkarte, da ging es auch, glaube ich, um die Mietwagenkaution. Da wurde einfach der Betrag für eine Betankung abgezogen, obwohl ich den Wagen mit dem gleichen Füllstand abgestellt hatte, wie ich ihn erhalten hatte. Eine ja bekannte Abzockmasche, aber in diesem Fall war das Ganze noch etwas professioneller angelegt. Für Kroatien mietete ich einen Wagen von rentalcars.com. Hatte ich vorher noch nicht gemacht, da es aber ein Subunternehmen von Booking.com ist, dachte ich, es ist ein seriöses Unternehmen. Der Preis war recht günstig, ich bezahlte mit meiner Visa-Card und sah okay, Mobility, das ist wohl das Unternehmen, von dem ich den Mietwagen dann endlich bekomme. Nie gehört, aber Mietwagenunternehmen gibt es schließlich hunderte auf der Welt. Nochmal schnell die Mietbedingungen überflogen. Kaution 1650 Euro, eine wuchermäßig hohe Selbstbeteiligung, hatte ich vorher noch nie gehabt, bestenfalls 400, vielleicht mal 800 Euro. Aber gut, ich bin ein sicherer Fahrer, seit Jahren unfallfrei und die Kaution kann ich am Schalter hinterlegen, kein Problem. Ja, das hatte ich mir aber auch nur so gedacht. Am Schalter am Flughafen angekommen, waren ungefähr 5 Personen vor mir in der Schlange. Naja, sowas normalerweise in 10, 15 Minuten abgehandelt. Jedenfalls bei meinen letzten Besuchen auf Gran Canaria, wo ich mir auch einen Mietwagen genommen hatte. Doch am Flughafen Split in Kroatien ging es irgendwie sehr langsam zu. Auch die Schalter nebenan. Der einzige Schalter, bei dem es zügig zuging, das war der Schalter der renommierten Marke Sixt. Dort kamen die Kunden auch entspannt heraus, während es an den anderen Schaltern eher grimmige Mienen gab. Der Schalter von OK Mobility hatte keine offene Bauweise, sondern man musste durch eine Glastür treten. So war man halt von den restlichen Wartenden getrennt. Das ist natürlich zunächst mal seriöser. Doch hier hat es wohl den Grund, dass man die Kundschaft abzocken und die andere wartende Kundschaft nicht verschrecken wollte. Schließlich war ich dran und legte meine Papiere, meine Kreditkarten und meinen Führerschein parat. Meine Visa-Card wollte der Mann nicht akzeptieren. Kein Problem, ich habe ja noch 3 andere, 2 Master und noch eine Visa-Card. Irgendwas wird schon gehen. Aber nein, er behauptete, auf diesen Karten könne er keine Kaution blockieren, das könne er nur bei richtigen Kreditkarten machen. Das war natürlich gelogen. Ich hatte schon x-mal die Karte für Autoanmietungen eingesetzt und jedes Mal konnte der Betrag blockiert werden. Ich bat ihn dann, mir an seinem Kartenlesegerät zu zeigen, dass das nicht geht. Das verweigerte er. Auch wollte er kein Bargeld annehmen, denn ich hätte problemlos bei dem daneben stehenden Geldautomat etwas ziehen können und ihm so die Kaution geben können. Dann kam er plötzlich mit dem Vorschlag um die Ecke, dass ich den Vertrag bei rentalcars.com ja vielleicht stornieren könne und bei ihm so das Auto mieten könnte. Und Überraschung, dafür waren meine Visa- und Mastercard-Karten wiederum gut genug. Und weil ich mich so schön auf den Deal einließ, gab es auch obendrein den Vertrag ohne Selbstbeteiligung. Ein größeres und besseres Auto sollte es auch geben, davon habe ich allerdings nichts gemerkt. Mir schien es so, als wäre es die Politik von OK Mobility, die Kundschaft aus dem Vertrag mit Rental Cars herauszunötigen, weil er eben nicht lukrativ genug ist. Ich hatte keine andere Möglichkeit, als mich auf diesen Deal einzulassen, denn ich hatte noch über 150 Kilometer zu fahren und wer will das in Kroatien schon mit dem Bus machen? Doch später wurde mir klar, dass man von OK Mobility so oder so abgezockt wird. Die Firma, oder besser gesagt Klitsche, residiert auf einem Schotterplatz ungefähr 400 Meter vom Flughafen entfernt in Split. Für ältere Reisende oder mit viel Gepäck also auch nicht ideal. Gegenüber befindet sich ein Autoverleih, der mit Absicht wohl auf den Markennamen einer großen Firma anspricht. Avia statt Avis. Ich denke, eine bewusste Täuschung. Als wir unser Auto schließlich abholen wollten, da wurde mir klar, was für ein Geschäftsmodell bzw. was für eine Abzocke das hier werden sollte. Praktisch alle Mietwagen waren übersät mit kleinen Kratzern, kleinen Beulen, zum großen Teil relativ unauffällig und leicht zu übersehen. Viele wirkten so, als wären sie nicht im tatsächlichen Gebrauch entstanden, sondern absichtlich hinzugefügt worden. Jedenfalls habe ich noch nie einen Mietwagen abgeholt, der eine so große Anzahl von unterschiedlichen Mängeln und Schäden aufwies.
Daher vermutete ich, dass man sich so oder so das Geld vom Kunden holt. Entweder über einen höheren Mietpreis oder später über das Blockieren der Kaution für vermeintliche Schäden. So war meine Mutmaßung und so fand ich es auch im Internet bestätigt. Es gibt verschiedene Bewertungsportale, wie zum Beispiel Trustpilot, wo ich auch Mitglied bin. Dort findet man dann hunderte Geschichten von OK Mobility und den Abzockmethoden. Nur 1,3 von 5 Punkten. Auf diesem Portal weiß man, dass man dann besser seine Finger von so einer Firma lassen sollte. Da ich sehr kurzfristig buchte, hatte ich da leider nicht reingeschaut. Bei Rentalcars.com sehen die Bewertungen zwar besser aus, doch finden sich auch hier ungefähr 20% negative Bewertungen. Ich habe natürlich versucht, das Geld für den nicht zustande gekommenen Mietvertrag mit Rentalcars.com zurückzuerhalten, aber keine Antwort. So hat mich schließlich der Mietwagen statt 58 Euro die Woche über 300 am Ende gekostet. Für mich ist klar, dass beide Unternehmen diese Abzocke zumindest in gegenseitiger Kenntnis durchziehen. Ich kann das für mich nur als Lehrgeld verbuchen und euch davor warnen. Noch der Hinweis, dass sich natürlich diese Abzocke nicht nur auf den Flughafen Split in Kroatien beschränkt. OK Mobility wurde von einem Marokkaner gegründet und operiert hauptsächlich im spanischen Raum. Mehrfach habe ich Kundschaft gesehen, die nach Abgabe des Wagens noch Minuten, wenn nicht stundenlang mit dem Vermieter um das Auto herumgehen mussten, um irgendwelche Schäden abzugleichen. Wer braucht sowas im Urlaub?